Wir sehen drei, also der Bunker separat allein stehen. Ja. Da ist ein Einstieg und hier unten ist der nächste Einstieg. Das kann durchaus sein, wa? Dass man da... Ist jetzt spannend. Ist jetzt spannend. Ist spannend. Los, rein da, rein da. Dranbleiben, Leute. Jetzt kommt ein kleines Intro. Gut, mhm. Wir sind auf Bunkersuche, Lost Place Tour, stärken uns gerade und hier soll was sein. Und wir gehen mal rein in die Suche. Benni hat schon mal gesehen, was sehr nach Beton aussah. Und wir gehen jetzt mal auf den Punkt, wo unsere Markierung ist. Boah, schon wieder ein bisschen eigenartig, weil das so nach gar nichts aussieht hier. Das sieht ja aber sehr verdächtig aus, wa? Ja, sehr, sehr hoch und wellig so. Oh, guck mal da. Oh, Benni. Da. Direkt vor uns. Oh, nein, 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 nein. Ach, nicht schon wieder so eine Luke? Schade. Kommt man nicht rein. Aber wo ein Zugang ist, gibt es noch mehr, oder? Ja, also müssen wir hier unten mal gucken. Ah, verdammt, wir stehen exakt auf der Markierung. Oh, naja, das wird hier unten drunter schon irgendwas sein. Hier ist so eine Metallschiene auf dem Boden und ein Lufteinlass. Oh, Bergsteigen hier, du. Ja. Wir gehen stark davon aus, dass diese Wölbung der Bunker ist. Oh, hier ist ein Weg. Der Weg ist irgendwie nicht so gut. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Halleluja. Matze hat es wieder gefunden. Oh, was? Wie geil. Häufig. Jo. Was ist denn das da hinten, bevor wir hier reingehen? Gehe ich da mal Leute. Gucken. Warte mal, einmal kurz mit der Taschenlampe rein. Ja, lässt sich super gut. Kommt mir sehr bekannt vor. Ich will nur mal kurz gucken hier, weil es ist ja auch total. Ja, na klar. Aus. Alter. Oh, da geht's auch noch rein. Oh. Oha. Mann. Also hier ist es ein ganz sanfter Einstieg, weil es gibt hier Sand. Gut. Taschenlampe. Rückwärts rein, was sagst du? Ich guck mal kurz rein, wa? Ja. Jo. Rückwärts. Yes. Da ist ein Loch unten drin und ein Gitter, ja. Ja. Ich hoffe, jetzt ist nicht rechts zu Ende. Nee. Oh. Das ist ein Eingang, ey. Boah. Was denn? Das sieht stark aus hier. Wirklich? Ja. Ich bin gespannt. Weil die Tür sieht auch, das ist so schwarz alles. Oha. Dann diese schwarz hinten an. Guck dir diese Tür an. Ja, die Tür sieht stark aus. Diese. Eieiei. Auf, zu. Total verrostet. Oh, hier geht's runter. Korrosion. Ach, echt? Mhm. Oh. Mann, wie stark ist das denn? Wir lieben ja Bunker, wo es tief runter geht. Hier muss man schon wieder einen Kopf einziehen, ne? Ja. Boah. Das ist ja interessant aufgebaut. Das ist so, das ist ein bisschen eine andere Hausnummer. Stark. Dualität, okay. Wir sind jetzt, denkst du, wir kommen zu dem anderen Ausgang? Das wird sich zeigen. Ja. Da gibt es ja wirklich zwei. Mal gucken. Ey, wie stark sieht denn das aus? Bam. Rein hier oder was? Ja, rein da. Wir gehen weiter. Also der sieht ein bisschen gruseliger aus, ne? Mhm. Der ist nicht ganz so clean. Oh, oh, eine Schaltzentrale, also so eine Schaltung. Oh, wie ist, oh, sieht das nice aus. Stark aus, ja. Ei, ei, ei. Oh, guck mal hier. Ey, oh ja, groß. Das kommt mir aber bekannt vor, die Bauweise. Guck mal, das haben wir schon mal erlebt. Generator 4, Generator 3, 2, 1, Netz. Was ist denn das für eine Anlage? Das haben wir auch noch nicht. Ich habe Lüfter, MR. Oh, Panzerschrank. Boah, mega. Okay, da kommen wir zu irgendeinem Not- oder zu irgendeinem Ausgang. Was ist da unten eine Halterung? Boah, aber der ist so lackiert, ne? Das ist ja nicht ausgebrannt. Der ist, ja, so, ist so gemacht, ja. Der hat doch irgendwie eine Schutzfunktion gehabt damals. Ich denke auch, so wie Bitumen so ein bisschen, oder? Ja. Sowas hat man neulich auch, aber es hat noch funktioniert. Damit konntest du die Luftzufuhr verschließen. Ah. Ja. Gut, hier. Ist Ende da hinten? Ende, ja. Okay. Das sieht aus wie ein Tier, was man hier. Guck mal. Oh, das ist eine Maus gewesen, ja, wa? Eine Maus. Schade, dass hier schon Ende ist, weil irgendwie ist der sehr spannend, sehr gruselig, creepy. Ja. Aber mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Das ist interessant, was hier für Halterungen sind. Okay.
Achso, hier war die Schaltzentrale, alles klar. Ja. Ja, die ist geil. Mal gucken, was im Schrank drin ist. Boah. Okay, also schon länger die Türkehler benutzt. Macht eine N auf Z, Schaltzentrale. Atomschutzwand hoch. Geil, so was. Fühl ich. Aber ich glaube, die kommt. Meinst du, die stand hier von vornherein? Nee, ich glaube nicht. Oh, ist das schön. Ah, das kennen wir, du hast recht. Ja, Bauweise haben wir schon erlebt. Ach, guck mal hier. Haben wir schon. Oben an der Decke. Lecky 1. Fackerclub. Hm. Fast so aus, als hätte man hier einen Schießstand hingebaut. Ja, sieht wirklich so aus, wa? Diese Wände hier so als Ziele oder so. Ich denke, dass wir den noch finden, den anderen Eingang. In dem anderen Bunker war das alles ausgeräuchert, ne? Ja. Na, der war. Das war richtig ekelhaft. Oh, das ist ein Bett, wa? Ja, hab ich auch schon überlegt, ob das ein Bett sein soll. Stolle oben. Hier sind so Sachen in der Wand. Hier ist ein Regal. Ich denke mal, das ist ein Bettgestell. Und hier haben wir in die Wand eingestempelte Zeichen. Oh, Gittertüren. Also hier hinten ist richtig spannend. Ich finde das hier gerade richtig spannend. Ist geil, wa? Ja. Hast du mal hier, guck mal, hier sind die Toiletten. Hier, das ist schon cool, oder? Okay. Hier ist nicht für uns. Das ist wirklich geil gemacht. Guck mal, wie Frauen mit der Toilette umgehen, ne? Das ist furchtbar. Hm. Mann, ich liebe das. Aber keine Verbindung zu dem anderen Bunker? Nein. Ah, ich liebe es, wa? Also dieses... Ja. Nee. Nicht? Gar nichts? Nee. Aber die Optik ist einfach stark. Die Optik ist stark, ja. Komm, hier sind so eine Lufteinlässe. Also das haben wir neulich schon mal entdeckt. Also ich vermute, dass das Lufteinlässe sind. Ach so, hier ja. Kannst du so, so und dann ist es offen und dann kannst du hier verschließen, dass falls Angriff ist oder was? Ich kann eine Meldung machen, wahrscheinlich durch Funk. Aber schon mal spannend, die andere Luke haben wir noch nicht. Oh, Waschbecken hier. Ja, nee, die andere Luke haben wir noch nicht. Hm. Hey, hier gibt's auch einen Gang. Ja? Ja. Die haben sie dann sozusagen wahrscheinlich. Oh ja, die bauen ja nichts wie Bunker. Wir kommen auf jeden Fall noch zu dem anderen Ausgang. Ja, mal gucken. Mal. Schade war jetzt. Was war das hier? Was war irgendwie eine Schaltung? Irgendwas? Halt. Ah, nee, hier waren wir dann doch schon. Hä? Also sind wir einmal im Kreis gelaufen, da sind wir hergekommen. Der ist nicht verbunden. Wir sind schon durch. Hm. Ist jetzt nicht der größte, aber... Wir sind nicht durch, ja. Ist okay. Dann sind wir im Prinzip, wir sind einmal nach dort hinten rum und sind dort wieder angekommen. Ja. Und jetzt zweite Lücke? Ja. Die zweite Luke? Gucken wir mal. Aber ist ja geil. Ich hab ganz fest gedacht, wir finden die hier unten. Aber dann haben wir sozusagen noch eine zweite Experience hier. Nochmal einen zweiten Punkt. Oh, die Optik, ey. Schrecklich. Ausgang. Kleiner, feiner Bunker. Ja, check. Ich heb's ja noch einen dritten. Oh, geht. Also sagen wir mal so. Starker Bunker. Also hatte was, der hatte richtig Atmosphäre. Irgendwie so klein wie der war, ne? Ja. Aber da gab es so ein paar Aufnahmen, die sehen richtig gut aus. Boah, stark. Das erste Mal aus Holz verkleidete Kabinen gebaut für ein Klo. Also ja. So richtig alt. Ja. Die Betten waren aus Holz. War nicht so ein billiges Drahtgestell, sondern war wirklich eine Holzkonstruktion. Und ey, noch eine Sache. Zumindest das erste Mal wirklich keine Unisex-Toilette. Ich will es nochmal festhalten. Ja, wir müssen den Bunker müssen wir eigentlich melden, oder? Ja. Wir brauchen hier einen Diversitätsbeauftragten. Richtig. War schon wieder sehr geil da unten drin. Wir hatten eine Menge Spaß beim Filmen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zugucken. Und ich würde mich über einen Kommentar freuen oder ein Abo. Aber wahrscheinlich gucken wir uns ja jetzt noch den zweiten Bunker an. Auf jeden Fall. Und wenn da unten jetzt der Atomschutzbunker 3.0 wartet, dann ist es im nächsten Video. Und deshalb... Schon mal eine kleine Abmoderation, die vielleicht gelöscht werden muss, vielleicht aber auch nicht. Ach, macht das einen Spaß. Guck mal, du findest einen Bunker, ja. Der nicht klein ist. Nee. Und dann findest du aber guck mal, der ist einen zweiten tiefer. Bunker. Ja, der ist ja sogar tiefer hier. Ich will mal nur mal kurz was gucken. Ja, okay. Warte. Ja.
Oh, hier geht's noch mal rein. Ist das Nummer 3 oder gehört der zusammen mit dem anderen? Das werden wir es gleich rausfinden, oder?